Sind Optionskäufer eigentlich blöd? Na, das könnte man denken, wenn man ein paar der letzten Kommentare gelesen hat. Denn wir haben, als ich mit unserer neuen Basic-Serie angefangen habe, gab es ein, zwei Kommentare, die gesagt haben, ja, wenn das alles so einfach wäre, wenn das so logisch wäre mit den Wahrscheinlichkeiten beim Optionsverkauf, dann müssten doch die Optionskäufer an sich dumm sein. Und wenn das dumm wäre, dann gäbe es überhaupt keine mehr. Und ich werde im heutigen Video aber beweisen, dass Optionskäufer keineswegs dumm sind, sondern ganz im Gegenteil, dass Optionskäufer ziemlich clevere Leute sind, nämlich genauso clever wie du. Und ja, komm, lass uns einfach anfangen. Also, im letzten Video haben wir darüber gesprochen, warum Optionsverkäufer eine viel größere Gewinnwahrscheinlichkeit haben als Optionskäufer. Und das haben einige Kommentatoren zum Anlass genommen und gesagt, ja, wenn das denn aber so ist, ne, dass die Käufer eigentlich immer benachteiligt sind, dann dürfte das doch gar niemand machen. Und ich muss zugeben, als ich zum ersten Mal das gehört habe mit den Optionen, da habe ich ganz, ganz genauso gedacht wie ihr. Ne? Also das war auch meine allererste Überlegung, dass ich sagte, hey, wenn das so klar ist, dass die Verkäufer eigentlich auf Dauer die Gewinner sind, ne, warum kauft dann überhaupt noch jemand Optionen? Der muss ja wirklich ein bisschen wirtschaftlich minder bemittelt sein. Aber dem ist nicht so. Und wir können uns das ganz, ganz leicht erklären, indem wir mal hinterfragen, was sind eigentlich Optionen? Ne? Wenn man jetzt sagen würde, Optionen sind reine Finanzspekulationen und es wäre immer so, dass es tatsächlich nur einen Gewinner und einen Verlierer gibt, dann ist klar, dann würde das irgendwann niemand mehr machen. Wobei, selbst da habe ich meine Zweifel, weil wir wissen auch, dass ein Sparbuch heute keinen Gewinner mehr hat, aber nichtsdestotrotz liegt das meiste Geld der Deutschen immer noch auf Sparbüchern. Aber Optionen sind etwas anderes, sind keine Spekulationsobjekte, sondern Optionen sind per se Versicherungen. Und wenn wir das mal aus dem Blickpunkt der Versicherung betrachten, dann werden wir relativ schnell erkennen, dass Optionskäufer sehr, sehr kluge Entscheidungen treffen, indem sie Optionen kaufen. Und zwar stell dir mal Folgendes vor. Du hast dir gerade ein neues Auto gekauft. Ne? Irgendwie das Auto, was dir halt jetzt persönlich gefällt. Keine Ahnung, ein BMW oder ein Mercedes oder was auch immer dir von Auto gefällt. Ne? Also irgendwas, wo du sagst, hey, das ist ein richtig tolles Auto. Und wenn ich dich jetzt frage, wirst du mit diesem Auto jemals einen Unfall haben? Dann wirst du wahrscheinlich sagen, nein, werde ich natürlich nicht. Aber so ganz insgeheim denkst du dir, was aber doch? Ne? Was wäre aber doch? Und aus dem Grund schließt du eine Versicherung ab. Wenn du das Auto finanziert hast, also entweder geleast oder finanziert, dann wirst du sogar von deiner Bank gezwungen, eine Versicherung abzuschließen. Und zwar nicht, weil die sagen, du wirst einen Unfall haben, aber weil die Wahrscheinlichkeit besteht. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Unfall haben wirst. So, jetzt gehen wir mal her und sagen, okay, mal angenommen, wir nehmen 10.000 Menschen, die haben sich jetzt heute alle ein neues Auto gekauft, okay? Und jetzt wissen wir natürlich, dass diese 10.000 Menschen nicht alle einen Unfall haben werden. Also sagen wir mal, wie lange fährt man ein neues Auto? Vielleicht, wenn es geleast ist, irgendwie 3-4 Jahre. Und nach diesen 4 Jahren würden wir jetzt auf diese 10.000 Menschen schauen, was wird passieren sein? Die Masse davon wird keinen Unfall gehabt haben. Das heißt, die werden 4 Jahre lang völlig umsonst Versicherungsbeiträge gezahlt haben. Und es wird aber ein paar Einzelfälle gegeben haben, die richtig schwere Unfälle hatten, wo das Auto auch einen Totalschaden erlitten hat. Und die sind dann sehr, sehr froh, dass sie eine Versicherung abgeschlossen haben, weil die Versicherung dann im Zweifelsfall den Unfallschaden beglichen hat. So, wenn du jetzt ganz genau wüsstest, dass du niemals einen Unfallschaden haben wirst, also wenn du dir zu 100% sicher sein könntest, dass dir das nicht passiert, dann bräuchtest du keine Versicherung abschließen. Aber da du im Zweifelsfalle das nicht wissen kannst, schließt du eine Versicherung ab. So, jetzt überlegen wir mal beim Thema Versicherungen, wer ist der Verkäufer, wer ist der Käufer? Ganz klar, du bist der Käufer einer Versicherung und die Versicherungsgesellschaft ist der Verkäufer einer Versicherung. Die Versicherung weiß natürlich jetzt auch, ich habe ja 10.000 Menschen, die versichern ihr Auto bei mir. Und ich weiß ganz genau, dass nicht alle werden einen Unfall haben. Aber es wird ein paar geben, die haben einen Unfall. Und dann muss ich doch für die aufkommen. Das heißt, dann muss ich diesen Schaden bezahlen. So, und jetzt gibt es finanzmathematische Berechnungen oder versicherungsmathematische Berechnungen. Und da geht man jetzt her und sagt, okay, anhand der Statistik und dem Alter der Fahrer und so weiter und so fort, ne, da gibt es einen relativ komplizierter Prozess, wird ausgerechnet, wie hoch sind die Prämien. Und jetzt mal angenommen, das ist jetzt einfach eine in den Raum geworfene Zahl, dass wir sagen, okay,
innerhalb dieser 4 Jahre würde vielleicht eine Schadenssumme von, keine Ahnung, was weiß ich, sagen wir mal, eine Million Euro entstehen. Ne? 1 Million Euro Schaden, die die Versicherung bezahlen müsste. Dann könnte doch die Versicherung jetzt hergehen und könnte sagen, okay, wir haben 10.000 Menschen und jetzt nehme ich einfach diese 1 Million, teile das durch diese eine, oder nehme die 1 Million Schaden, teile das durch die 10.000 Leute und das heißt, jeder müsste 100 Euro Prämie bezahlen. Wenn das so wäre, dann wäre es ein absolut fairer Preis. Allerdings nur für die Käufer der Versicherung. Denn für die Verkäufer der Versicherung, das heißt für die Versicherung für die Versicherungsgesellschaft selbst, wird es überhaupt keinen Sinn machen, weil warum soll sie das Risiko übernehmen, wenn sie keinen Profit macht? Das heißt, sie muss einen Anreiz haben, diese Versicherung überhaupt anzubieten. Und aus dem Grund wird sie sagen, okay, ich weiß zwar, dass mich hier, sind jetzt fiktive Zahlen, auch viel zu niedrig, aber ich weiß hier, dass mich das 1 Million kosten wird, aber im Zweifelsfall verlange ich mal lieber 2 Millionen Prämieneinnahmen, damit ich am Ende erstens, wenn mehr als statistisch berechnet einen Unfall haben, noch genügend Geld habe und zweitens, ich möchte auch noch einen Profit machen. So, und jetzt kommen wir zu Optionen. Der Käufer einer Option rechnet nicht zwingend damit, dass er, wenn er eine Option kauft, diese auch in Anspruch nehmen muss. Ne? Es gibt ja so verschiedene Marktteilnehmer, aber die Masse der Optionskäufer sind keine Spekulanten. Also es sind nicht Leute, die sagen, ich kaufe eine Option, weil ich an einer gewissen Wertentwicklung teilhaben möchte, sondern es sind Menschen, Institutionen, die sich absichern wollen. Beispielsweise gegen einen Crash an den Aktienmärkten oder an einer Preisbewegung in den Rohstoffmärkten. Nach oben, nach unten, je nachdem. Ja? So. Und denen geht es per se gar nicht darum, ob sie mit dieser Option gewinnen, sondern denen geht es darum, dass sie eine Versicherung haben. Ich meine, du schließt doch jetzt auch keine Autoversicherung ab und sagst, okay, ich gehe davon aus, dass ich jetzt im Jahr, machen wir mal das Beispiel, du hast ja diesen schönen BMW gekauft und jetzt rechnest du dir aus und sagst, okay, das kostet mich, keine Ahnung, 1.000 Euro im Jahr Versicherung und ich denke, wenn ich die nächsten 4 Jahre 4.000 Euro bezahle und dann habe ich garantiert auch diesen Unfall, dann kriege ich in 4 Jahren ein neues Auto von der Versicherung. Das ist doch nicht dein Denken, sondern du sagst, jetzt habe ich dieses tolle Auto gekauft, hat 50.000 Euro gekostet und im Zweifelsfalle fahre ich es gegen die Wand oder mir fährt jemand rein und dann sind meine schönen 50.000 Euro futsch. Dann gebe ich doch lieber jedes Jahr 1.000 Euro aus, dass wenn es passiert, ich eben nicht für diesen Schaden aufkommen muss. Und du weißt, dass du wahrscheinlich diesen Schaden gar nicht haben wirst, aber wenn es dich dann doch treffen sollte, ist das Einzelrisiko viel zu hoch, als dass du die Versicherung weglassen könntest. Ja? Und genauso ist es also im Optionsbereich. Das heißt also, Optionskäufer sind keineswegs dumm, sondern sie handeln aus dem Bewusstsein der Risikoabsicherung heraus. Bei Spekulanten ist das ein bisschen anders. Ne? Die sagen, okay, ich kaufe eine Option, um gehebelt auf eine Wertentwicklung zu setzen, weil nichts anderes ist eine Option. Wenn du sie aus spekulativen Gründen kaufst, du machst das reinweg aus Gründen der Liquidität und des Hebels, weil wenn du jetzt sagst, ich erwarte, dass die Aktie steigt, könntest du auch die Aktie kaufen. Du kaufst aber die Option, weil du damit einen Hebel hast, weil du viel, viel weniger Liquidität einsetzen musst. So. Und das heißt, Spekulant hat keine Absicherungsabsichten, aber die meisten Leute, Hedger und so weiter und so fort, die haben eben Absicherungsabsichten. Und aus dem Grund kaufen sie Optionen und das ist eine ziemlich clevere Entscheidung. Und deswegen ist es gut, dass es Optionskäufer gibt. Wir Optionsverkäufer übernehmen die andere Seite. Wir werden im Zweifelsfall immer mal für einen Schadensfall aufkommen müssen. Aber wenn wir das gut verteilen, wenn wir unser Risiko gut managen, dann werden wir am Ende einen Profit machen. Das heißt, du bist im Endeffekt eine eigene kleine Versicherungsgesellschaft. Das war das zweite Video aus unserer Basic-Reihe, nämlich warum gibt es überhaupt Optionskäufer und Optionsverkäufer. Und beim nächsten Mal beschäftigen wir uns mit dem Thema Zeitwert. Und da kommt dann hier dieses Teil zum Einsatz. Das gibt es aber erst im nächsten Video. Deswegen verpasst nicht, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, abonniert diesen Kanal, kommentiert dieses Video und denkt dran, wenn ihr mehr wissen wollt zum Thema Optionen, wenn ihr auch sagt, hey, ich will da mal eine richtige Strategie haben, die ich wirklich auch in der Praxis umsetzen kann, ne? Dann findet ihr hier unten einen Link, www.optionsstrategien.com/termin und dort kannst du dich eintragen für ein kostenloses Erstberatungsgespräch und in diesem Gespräch erstellen wir dir eine Strategie und zeigen dir, was alles im Bereich der Optionen möglich ist. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.